Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Secret Files 2 Tunguska. Ja, wir sind in der letzten Folge hier in dieses Krankenhaus oder ich sag mal militärisches Krankenhaus eingedrungen, haben es geschafft, hier in den Keller reinzukommen und wollten jetzt eigentlich gucken, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Das werden wir jetzt auch gleich mal direkt machen. Oha, okay. Da sehe ich hier direkt schon mal. Na? Was ist das für eine Spritze? Eine Spritze. Scheint noch nicht benutzt. Allerdings liegt die Nadel frei. Okay. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht in die Nadel fasse. Ja, gut aufpassen, ne? Wir können hier nicht noch mehr Blut gebrauchen, weil das sieht hier hinten ganz schön seltsam aus. Was haben wir hier? Ein Skalpell. Scheint noch unbenutzt zu sein. Das ist schön, dann kann man sich auch nichts einfangen, wenn man es benutzt. Das kann man nicht lesen oder so. Okay, kann man auch nicht benutzen. Dann hier noch irgendwas? Röntgenbilder. An dem Schädel kann ich keine besonderen Merkmale feststellen, aber die Lungenflügel können mir kaum vorstellen, dass die Person noch lebt. Okay, das hört sich jetzt nicht gut an. Aber wir sind ja auf alles vorbereitet hier. Blutige Wegen Tupfer. solcher Zustände würden Sie bei uns ein Krankenhaus komplett dicht machen, hoffe ich zumindest. Ja, man weiß es nicht. Ich meine, in Deutschland ist vieles möglich. Ein Eimer. Der Eimer ist voller Blut. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Oh Junge, ist doch nur Blut. Stell ihn mal nicht so an hier. Kann ich das Blut dann mit der Spritze irgendwie benutzen? Nee, kann ich auch nicht. Okay. Achso, da kommt. Ah, Ammoniak. Ammoniak. Keine Ahnung, wozu die das verwenden. Vielleicht als Ersatz für Riechsalz, um jemanden aus der Ohnmacht zu holen. Für Riechsalz. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo jemanden betäubt hätten oder so, könnten wir den damit quasi wieder herstellen, sozusagen. Ich möchte nicht wirklich herausfinden, wer oder was darunter liegt und woher all diese Flecken kommen. Nina ist es glücklicherweise nicht. Dafür ist die Person viel zu klein. Oh, die ist noch kleiner als Nina. Okay. Was ist das? Ein Stethoskop. Mit so einem Ding hört sich der Arzt immer mein Lungenrasseln an. Ja, kenne ich. Das Problem habe ich auch. Okay, also wir haben ein Stethoskop Ammoniak, womit wir jemanden ja wieder beleben können, sozusagen. Ein Skalpell und eine Spritze. Und wir haben noch den Handventilator. Die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Links sind wir reingekommen, ne? Kann man hier. Bevor ich jetzt durch die Tür versuche zu gehen. Nee, sonst kann man hier nichts mehr machen. Ich höre Stimmen. Bevor ich nicht weiß, was mich dahinter erwartet, rühre ich diese Tür nicht an. Okay. Beziehungsweise nicht okay. Können wir denn irgendwas kombinieren? Was wohl passiert, wenn man jemanden Ammoniak injiziert? Naja, medizinische Experimente sollte ich wohl auf später verschieben. Ja, also da das ja wie Riechsalz ist. Oh. Ach so, nee, den konnte ich jetzt nur nehmen. Ich dachte, ich habe das jetzt noch in der Hand. Okay, also kombinieren kann ich hier erstmal nichts miteinander. Ja, das wäre jetzt natürlich Schwachsinn. Den vielleicht mit irgendwas von den neuen Sachen auch nicht. Skalpell. Ich dachte, dass wir uns was abschneiden können hier vielleicht auch nicht. Okay. Ja, und hier können wir jetzt auch nichts mehr angucken. Dann würde ich sagen, wenn man in dem Raum nicht weiterkommt, wo man ist, immer mal die alten Räume abgehen. Ist ja nun mal so bei solchen Point-and-Click-Adventures. So, nochmal schnell gucken. Wir haben das Diktiergerät. Wir haben die Flaschen. Vielleicht kann ich da. Kann ich auch nicht. Okay. Nicht austauschen oder so, irgendwas mit dem Skalpell, mit den Flaschen oder so machen. Na gut, das wäre jetzt natürlich Schwachsinn. Also
Hier scheine ich damit nichts machen zu können. Ah, das wäre ja. Das Rohr kann ich abhören? Ach, damit ich rausfinde, wer da ist hinter der Tür. Da schnarcht aber jemand ganz gewaltig und stöhnt irgendwas von Zug, Explosion und Vater. Und jetzt? Moment mal, das ist doch Nina. Das Rohr scheint zu dem Raum zu führen, in dem sie gefangen gehalten wird. Nina! Hey, wach auf, Nina! Mist, sie schläft tief und fest und scheint mich nicht zu hören. Okay, damit kann ich nicht rausfinden, wer hinter der Tür ist, sondern damit habe ich Nina gefunden. Jetzt ist die Frage, wir haben hier Ammoniak. Die haben gesagt, damit kann ich jemanden aufwecken. Ich kann das nicht einfach. Okay, ich Vielleicht wird dieser kann es penetrante Gestank ja einfach dafür ins Rohr sorgen, dass halten. Nina aufwacht. Jetzt stinkt es hier unten ganz erbärmlich. Das bringt mich auch nicht weiter. Hilft das denn jetzt? Das Ammoniak hat sich noch nicht verflüchtigt. Das kann man noch aus 10 Meter Entfernung feststellen. Und wenn wir das mit dem Ventilator, ich weiß nicht, geht das? Vielleicht reicht der kleine Ventilator ja aus, das Ah. stinkende Ammoniak durch das Rohr in Ninas Gefängnis zu pusten. Das Ein war mein Versuch wäre Plan. es wert. Boah, was für ein Gestank! Verstößt das nicht gegen die Genfer Konvention? Na, da bin ich aber froh, dass es dir gut geht. Max? Wer sonst? Hast du jemand anderen erwartet? Wenn ich ehrlich bin, war ich nicht auf überraschenden Besuch eingestellt. Ich sollte hier erstmal aufräumen und lüften. Hast du mir den Gestank hier reingeschickt? Ja, anders warst du ja nicht wach zu kriegen. Du schnarchst übrigens. Und du sprichst im Schlaf. Wenn du das irgendjemandem erzählst, bist du ein toter Mann. Keine Sorge. Jetzt müssen wir dich da erstmal rauskriegen. Gute Idee. Hast du einen Plan? Nee, nicht wirklich. Na dann mal hopp. Ich werde mich in der Zwischenzeit zurecht machen. Kann ja nicht sein, dass der edle Held die Prinzessin rettet und die sieht aus wie schon mal gegessen. Schon mal gekissen. Okay. Ah! Hä? Da war doch gerade was. Ah, Moment, hier unten. Ah, Nina spielen. Ja, das ist ja cool. Das ist genau wie bei diversen anderen Adventures. Also Der Point and süßlich Click. faulige Geruch erinnert noch an das, was da mal drin war, was auch immer das gewesen sein mag. Wir können jetzt wechseln, das ist schon mal gut. Also nehmen wir hier erstmal alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist. So, das war ich wieder. Okay, was ist das? Hübsch. Meine Oma hat mit dem Häkeln solcher Deckchen ihren Lebensunterhalt verdient. Ich würde mir schon beim Versuch die Finger brechen. Okay, die nehmen wir erstmal mit. Über dieses Rohr kann ich mit Max reden. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Scharfe Kante. Das Mauerwerk macht nicht den stabilsten Eindruck, aber da rauszukommen würde wahrscheinlich trotzdem Tage dauern. Kann man das vielleicht mit der Schüssel hier irgendwie? Nee. Ah, hä? Einmal kurz über die scharfe Kante ziehen und schon ist die Arbeit eines Abends zerstört, wenn das meine Oma sehen würde. Ah, jetzt haben wir einen Faden. Okay, den Faden. Können wir den? Wenn ich den Faden in das Rohr hänge, bleibt er vermutlich an den rostigen Wänden des Abflussrohrs hängen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, müssen wir da was ranmachen. Möchte nicht wissen, wer oder was da drin rumkrabbelt. Da fasse ich nicht rein. Moment, war da gerade kleiner Stein, okay. Okay. Der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Der ist völlig hinüber. Da zeigt sich mal wieder, auf einem Bein kann man nicht stehen. Kann man das abmachen? Das Stuhlbein ist zwar nur aus Plastik, aber ich krieg's trotzdem nicht abgebrochen. Aus Plastik. Das heißt, wir können das wahrscheinlich abschneiden. Abgeschlossen. War auch nicht anders zu erwarten, aber Ja. man kann's ja mal probieren. Ja, ich meine, wenigstens mal versuchen. Kann ja auch sein, dass da dann einer reinkommt oder was weiß ich was. Können wir den Stein denn. Den Allzu kann man belastbar scheint der kombinieren. Faden nicht zu sein, wenn mir schon beim Knotenmachen ein Stück abreißt. Ah, okay. So, das heißt, wir brauchen Ballast.
Können wir das jetzt da durchschicken? Das ist die Frage. Der Stein scheint unten angekommen zu sein. Jetzt kann ich zumindest kleinere Gegenstände mit Max austauschen. Ah, das reicht schon. Okay. Kleinere Gegenstände. Wie wär's denn mit der Spritze? Nee. Skalpell? Auch nicht? Ach so, doch. Moment. Kann ich die Spritze dann auch hochgeben? Das lasse ich mal lieber. Sonst fasst Nina da aus Versehen noch rein. Okay. Oder wir können nichts hochgeben. Ah, doch. Das Skalpell? Gibt er hoch. Stethoskop ist wahrscheinlich zu groß. Ja, das dachte ich mir schon. Was ist hier mit der Schere? Also diesen Ding da? Das können wir auch hochgeben. Okay, ich habe keine Ahnung, wofür die das benutzen kann. Aber obwohl, Moment. Nee, mit dem Rattenloch, das geht jetzt nicht. Mit der Kante auch nicht. Gucken, ob wir das Bein hier abmachen können. So, das Bein ist ab. Nun kann er wenigstens nicht mehr weglaufen. Ja, das ist auch unheimlich sinnvoll, wenn so ein Stuhl daran gehindert wird, wegzulaufen. Und auf dem Ding habe ich gelegen. Buah. Ja, du hast eh nichts davon mitbekommen, aber egal. Ja, wir haben jetzt hier nicht viel, was wir tun können. Wofür sie jetzt die OP-Zange bekommen hat, weiß ich auch noch nicht so richtig. Das hat jetzt hier nicht funktioniert. Ich dachte, vielleicht könnte man was aus dem Rattenloch rausholen oder so, aber das auch nicht. Was ist denn mit dem Rohr? Kann man da irgendwas machen? Hä? Das kann ich nach unten schicken. Okay. Ist jetzt die Frage, ob mir das jetzt was bringt. Ein hohles Stuhlbein aus Plastik. Hohl? Kann man das als wie man damals die Papierkügelchen immer weggeschossen hat, als Dings nehmen? Luftrohr, wie nennen sich die Dinger? Ich werde mal den hinteren Teil der Spritze abmachen. Nadel und Aufsatz müssten dann leicht genug sein und als Geschoss für mein Blasrohr funktionieren. Blasrohr, genau. Okay, Blasrohr, jetzt ist nur noch die Frage, was bringt uns das? Ja. Durch den Eingang will er nicht gehen. Oder vielleicht können wir jetzt durch den Eingang, ich weiß es nicht. Satellitenschüssel. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, da so einfach reinzuspazieren. Ich will ja auch nicht einfach da reinspazieren. Hier kann man auch nichts öffnen oder so. Kann ich die Satellitenschüssel hier irgendwie stören? Ja, mit dem Skalpell durfte ich ja schon nichts machen. Was ist denn mit dem Anruf? Ihr Handy ist aus. Habe ich. Ja, das wissen wir. Ups, das wissen wir ja. Vielleicht können wir jetzt oben durch den Eingang durch. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ich höre Stimmen. Bevor ich nicht weiß, was mich dahinter erwartet, rühre ich diese Tür nicht an. Moment. Ich hab doch das... Kann ich ja auch nichts für. Aber du verpasst was. Das Spiel ist echt gut. Nur blöd, dass die Satellitenschüssel so empfindlich ist. Muss ständig nachjustieren. Hoffentlich wird es nicht wieder so windig wie gestern. Da konnte ich rein gar nichts mehr erkennen. Nee, das kannst du vergessen. Sei doch froh, dass die Tussi wenigstens tief und fest schläft und nicht ständig Randale macht. Jo, und noch 3 Tage in dem feuchten Zimmer da oben, dann haben unsere Docs wieder was zu tun. Nee, bleib lieber oben. Ist zwar kaum einer da, aber falls jemand auftauchen sollte, gibt's wieder einen Aufstand von wegen Posten verlassen und so. Keine Sorge, der Chefarzt wird schon nicht merken, dass ich während der Dienstzeit mehr mit Fernsehen als mit Kontrollgängen beschäftigt bin. Ich hab die ganze Zeit ein Auge auf die Eingangstür und wenn er nicht gerade durch den Keller gekrochen kommt, werde ich ihn auf jeden Fall rechtzeitig bemerken. Jo, mach ich. Bis später. Und geh nicht wieder auf Rattenjagd. Der Doc ist immer noch sauer wegen der Einschusslöcher. Feuchtes Zimmer irgendwo in einem der oberen Stockwerke. Zumindest weiß ich jetzt ungefähr, wo Nina gefangen gehalten wird.
Nur blöd, dass da anscheinend mindestens zwei Wachen sind. Aber er weiß ja jetzt, was sich dahinter verbirgt. Kann er jetzt... Die Wache ist zwar mit dem Fußballspiel im Fernsehen beschäftigt, trotzdem sollte ich nicht weiter in den Raum reingehen. Wenn ich erwischt werde, bin ich ein toter Mann. Okay, können wir uns denn hier irgendwas Wichtiges angucken? Sieht eher nach Hooligan als nach Krankenpfleger aus. Aber vielleicht war das ja auch die Grundvoraussetzung für den Job. Können wir das jetzt mit der Wache benutzen? Von hier aus treffe ich den bestimmt nicht. Okay. Und wenn ich näher rangehe, wird er mich wahrscheinlich bemerken. Aber wir sind jetzt da rausgekommen, oder? Das ist jetzt richtig. Eine schwere Sicherheitstür. Scheint nur von einer Seite aufzugehen. Oh, was ist das hier? Der Keil scheint die Tür am Zufallen zu hindern. Heißt das, wir müssen den eventuell da reinlocken? Aber dann wird er doch irgendwie Alarm geben, oder? Dann wird er doch rumbrüllen? Eine Fußballübertragung. Auch wenn ich Fußball nicht mag, ich würde mir jetzt nichts sehnlicher wünschen, als mit Nina auf meiner Couch zu sitzen und... Naja, es muss ja nicht unbedingt Fußball sein. Auch das Fußballspiel würde ich auch mitmachen. Da gehe ich besser nicht hin. Wenn mich die Wache bemerkt, kriege ich sonst ganz massive Probleme. Ja, du sollst ja auch nur gucken, aber na gut, du hast halt keine Adleraugen, das kann ich noch nachvollziehen. Okay, also was anderes kann ich jetzt hier nicht angucken. Da ist auch noch was, eine Schüssel. Da gehe ich besser nicht hin. Ja, habe ich schon verstanden. Okay, also wir gehen jetzt erstmal wieder zum Keller. So, sind aber jetzt trotzdem keinen Deut weiter. Wobei er ja gesagt hat, dass er so lange Fernsehen guckt, bis sein Spiel wieder Probleme macht. Vielleicht können wir ja jetzt irgendwas mit der Satellitenschüssel machen. Das wäre natürlich sehr schön. Ah, jetzt können wir die endlich benutzen. Können wir die verstellen? Geilomat. Verdammt, hat sich die blöde Satellitenschüssel schon wieder verstellt. Okay, das heißt jetzt... dass wir jetzt wahrscheinlich schnell hier weg sollten, sonst geht er wahrscheinlich da durch die Tür, nehme ich mal an. Ach, das ist die große Doppeltür, das ist der Eingang. Wenn ich die Türen jetzt gerade richtig gesehen habe. Okay. Ist er jetzt draußen? Offenbar hat der Typ die Satellitenschüssel bereits wieder richtig eingestellt. Kann man die denn nicht irgendwie kaputt machen, zerstören? Ich weiß es nicht. Haben wir denn irgendwas bei der Nina? Wir hätten das Skalpell noch. Wir gehen jetzt erstmal zu Nina zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob wir mit dem Skalpell vielleicht irgendwas kaputt machen können oder so. Du gehst mal hier hin. So, du schickst mal das Skalpell runter. Kann man das auch runterschicken? Nee, das nicht. Und schickst mal das runter. Kannst du die Schüssel auch runterschicken? Ist wahrscheinlich zu groß. Naja, das dachte ich mir schon. Okay, ich weiß nicht, ob uns das was bringt, aber das sind die einzigen Sachen, die wir jetzt hier haben. Nicht gerade das neueste Modell. Ja. Ich glaube, wir können da was kaputt machen. Ich hoffe. Die Leute sollen arbeiten, nicht Fernsehen. Das reicht schon? Verdammt, hat sich die blöde Satellitenschüssel schon wieder verstellt. Er hat jetzt einen kleinen Schnitt da reingemacht und das reicht schon. Okay. So, wir hauen jetzt mal ganz schnell ab. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich kaputt ist. Dass er damit jetzt also zu tun hat. So, ich hoffe, das ist jetzt auch nicht so auf Zeit, weil... ja, diese ganzen Sachen auf Zeit, das sind immer... Die Wache ist weg. Da gehe ich besser nicht hin. Wenn mich die Wache bemerkt, kriege ich sonst ganz massive Probleme.
Ich denke, die Wache ist weg. Da gehe ich besser nicht hin. Ja, ich habe es ja schon verstanden. Eine schwere Sicherheitstür. Kann man denn irgendwo... Wo ist die Wache denn jetzt? Wenn ich die Wache da einsperre, wird er wohl zu Anfang noch etwas verdutzt sein. Spätestens nach ein paar Minuten jedoch Alarm schlagen. Ich muss mir also was einfallen lassen, wie ich den Typ dann ruhig stellen kann. Oder hängt der da irgendwo am Fenster oder sowas, dass ich jetzt von außen das Ding dahin blasen kann? Weil der muss ja jetzt eigentlich noch damit beschäftigt sein, da an der Satellitenschüssel rumzu... Aber hier ist ja keiner. Wache. Okay, probieren wir mal aus. Nee, das geht aber auch nicht. Die Wache versucht gerade verzweifelt, die Satellitenschüssel wieder einzustellen. Warum kann ich denn von hier aus nicht... Ich meine, da sieht der uns zwar, aber... Okay, also anscheinend funktioniert das wohl nur von drinnen. Moment, habe ich da jetzt gerade rechts noch was gesehen? Nee, das sah jetzt nur so aus. Okay. Ja, die Zeit wird jetzt auch ein wenig knapp. Das ist jetzt gerade mein Problem. Ja, ich denke aber mal nicht, dass wir von Nina aus da rein können. Oder? Die konnte nicht. Nee, die konnte nicht zu dem Fenster. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal hier. Ich versuche jetzt nochmal eben, ob ich da irgendwo den Typen treffen kann. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Weil... Der sagt, na, der will die Tür nicht zumachen. Das ist das Problem. Wenn ich die Wache da einsperre, ich muss mir also was einfallen. Ich weiß, deswegen habe ich ja hier dieses Blasrohr, du Trottel. Ihr Handy kann ich ist anfangen, aus. Ich anrufen schon. Kann ich auch nicht. Ja, dann tut es mir wirklich leid. Ich habe jetzt gedacht, wir könnten jetzt einfach irgendwie so da durchschießen, wo auch immer die Wache sich jetzt gerade aufhält. Und... ja, da sieht man jetzt auch nichts. Gehen können wir auch nicht. Funktioniert aber nicht und wir sind jetzt schon über der Zeit drüber mittlerweile. Ich dachte, das wäre jetzt ein schöner Abschluss, dass wir den jetzt einschließen. Aber das müssen wir jetzt leider auf die nächste Folge verschieben. Wir wissen auf jeden Fall, was wir machen müssen. Wir wissen nur noch nicht so ganz genau, wie wir es machen müssen. Wahrscheinlich müsste ich dann wirklich mal alles ausprobieren oder... Naja gut, Nina ist oben. Ja, bei ihr würde das jetzt nicht viel bringen mit dem Blasrohr. Und das kann ich hier, also offensichtlich ist er ja hier irgendwo, aber ich kann es halt nirgendwo dran halten. Das ist jetzt das Problem. Naja, dem Problem werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter widmen. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Bis dann. Ciao.